Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu dunkel. Heute ist erst Weihnachtstag, das heißt ein Tag nach Heiligabend. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, es hat sich viel verändert an meinem Schreibtisch vom Equipment her und ich sitze ja auch jetzt woanders. Seht ihr auf jeden Fall im nächsten Video nochmal genauer, wo ich jetzt sitze und so. Und das heißt nächsten Vlog. Und ich wollte euch mal jetzt zeigen, wie es jetzt derzeit aussieht. Leute, ihr wisst ja, dass einmal mein Headset kaputt gegangen ist, habe ich ein neues gekauft. Schon wieder kaputt. Weiß nicht warum, weil von Anfang an war das Mikrofon sowieso schon nicht das Beste, weil ich hatte kein Geld für ein teures Headset, deswegen habe ich erstmal eins billigeres gekauft und jetzt kriegt die PlayStation keinen Empfang mehr und so, wenn ich da reinrede und so und ich selber höre auch nichts mehr. Und ja, und deswegen muss ich zurzeit hier mit zocken, weil ich nichts anderes habe. Ich werde jetzt nochmal Donnerstag losfahren. Umtauschen, weil noch Garantie drauf ist und ein neues Headset kaufen. Und ja, wir kommen jetzt mal zu der richtigen Sache. Ich zeige euch jetzt mal, wie es jetzt hier aussieht. Erstmal hier was wegwerfen. So. Ja. Wie ihr seht, eine neue Tastatur von Razer. So habe ich die in Farben gemacht. WASD in Blau. Die Farben, wo ich nicht weiß, oder die Tasten näher, wo ich nicht weiß, wofür die sind direkt. Die hier jedenfalls, das sind die, wo ich die auf meiner alten Tastatur nicht habe, habe ich in Rot gemacht. Escape sowieso, da sollte ich nicht so unbedingt so raufkommen, auszusehen und zocken, genauso wie Windows-Taste. Und Blue-Taste habe ich einfach auch mal in Rot gemacht. Die Pfeiltaste habe ich auch in Blau gemacht. Türkis habe ich die Taste gemacht, die ich eigentlich gar nicht brauche. Und sonst habe ich alles grün, wenn ich Fortnite zocke, weiß ich, was grün ist, einfach hier so E und das alles ist halt grün. Und wenn ich mal auf eine S-Taste brauche, dann weiß F-Taste brauche, dann weiß ich, dass es gelb ist auf jeden Fall. Das ist praktisch halt mit hier Handbeinauflage auf jeden Fall. Hier auch ein Razer-Aufkleber. War dabei, richtig geil. Ja, weiß nicht, ob man das gerade sieht. Ja, das Razer-Logo. Da müssen wir uns jetzt sehen, ja. Und das ist eine Handbeinauflage, die mit Magnet festgemacht ist. So sieht die sonst auch aus. Ohne. Vorne mal das Razer-Logo. Richtig geil. Und ja. Dann habe ich hier halt jetzt mein PC. Ich habe jetzt den PC bekommen. Das Licht blendet gerade ein bisschen doll. Das ist kein großer PC, es ist ein Asus, der kleine. Das große ist wie meine PlayStation halt hier. Wie hier halt nochmal meine Maus. Habe ich in Blau gemacht. Passt ein bisschen von den Farben her. Mauspad, Controller. PC ist gerade halt an. Und auf dem PC war so ein Schneideprogramm drauf. Kann ich jetzt noch 30 Tage leider umsonst nutzen. Da muss ich was wieder bezahlen. Aber trotzdem nutze ich auch erstmal. Da kann sein, ich habe noch kein Video drauf geschnitten, dass da Werbung unten steht. Hier, es kommt vom Power Director nämlich. Kann sein, dass nämlich dann da unten irgendwas mit Power Director steht. Aber es ist auf dem PC geschnitten, das seid mir ja auch nicht sauer, dass dieses Video vielleicht da unten mit Werbung ist. Aber ich nutze es halt aus, dass ich jetzt erstmal schneiden kann. Und deswegen werde ich auch jetzt viel vorproduzieren. Und dann habe ich hier halt mein Handy für Streams und so. Geil ist das eigentlich für Autos in einer Halterung. Habe ich hier einfach gemacht. Und das ist halt praktisch für Streams oder überhaupt, wenn ich YouTube gucke oder so beim Zocken. Dann kann ich einfach hier YouTube gucken, so, oder im Live-Chat so gucken, wenn ich streame. Und hier war richtig nice. Hier ist noch ein Fidget Cube, den habe ich von Nachbarn bekommen zu Weihnachten. Genauso wie Tastatur und PC habe ich von meinen Eltern bekommen halt. Und den PC noch von meiner Oma und meiner Großtante. Und ja, das war es eigentlich auch schon mit meinem Schreibtisch an sich und noch mein Bluetooth-Box halt. Das ist das kaputte Headset. Naja, das ist halt ein Hocker. Meine Schulsachen noch. Und ja, das Praktische ist auf jeden Fall, Leute. Ich bestelle mir auch Donnerstag morgen. Morgens fahre ich zu jemandem und bestelle mir einen Gaming-Stuhl. Ich gehe mal kurz auf mein Handy, kann euch ja mal ein Bild zeigen davon. Sofort, Leute. So. Ich weiß nicht, ob man das jetzt direkt sehen kann, so ganz. So sieht er aus. Warte, muss fokussieren. So. In grün und schwarz. So wird er aussehen. Und manchmal, wenn ich den Donnerstag bestelle, kann es sein, dass er sogar noch einen Tag vor Silvester, Samstag schon da ist, weil da steht. Irgendwas mit Lieferzeiten von 2 Tagen und so. Guck nochmal, wo er steht.
Lieferzeit, wartet. Fokussiere einfach mal bitte, Kamera. Geil, wenn ich fokussieren will. Mein Handy geht fast aus. Na toll, wartet, Leute. Was ist der immer schlimmer jetzt? Wartet. Muss einfach funktionieren. Jetzt da sieht man so ein bisschen. Die Lieferzeit, 2 Arbeitstage da. Gratis Versand und Rückgabe zur Not auch. Und ja, richtig geil. Sogar Vorrat noch. Sieht richtig nice aus. Und dazu werde ich dann auf jeden Fall noch. Wartet. Dazu werde ich auf jeden Fall noch ein Unboxing-Video, wenn das da ist, machen. Und auch Video machen, vielleicht wie ich den aufbaue. Oder mein Papa. Mein Papa eher, nicht ich. Ja, da ist sogar so ein Hocker dabei. Kann ich so rausfahren in den Hocker und so. Richtig geil. Und, genau. Und das Headset halt, dazu mache ich auch ein Unboxing-Video. Und, ja. Was geil war an der Tastatur, ist einfach so ein Schlüsselanhänger dabei. Warte, achso, habe ich zu weit oben gehalten. Ein Schlüsselanhänger mit so einer Tastatur. Oder Taste eine, wo das Logo drauf ist. Von Razer. Und ein Schlüsselanhänger nämlich. Und wenn ich hier rauf drücke, leuchtet das auch richtig geil. Auf jeden Fall geil von Razer. Danke dafür. Und ja, das war auf jeden Fall so an sich mein Gaming Equipment jetzt. Und mein Tisch jetzt, wie es aussieht hier gerade. Hier immer noch mein Ventilator halt. Und viel zu ändern hat sich hier halt nicht, außer dass die neue Tastatur halt ein Aufkleber, Handyhalterung, ein PC. Ja. Mehr hätte ich auch nicht geändert, aber ich wollte euch das einmal zeigen. Und ja. Das war's auch eigentlich mit diesem Video. Viel schneiden muss hier nicht, aber ja. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und bis dann und ciao.